Heute bringen wir richtig Röstaroma ans Fleisch und ich wette mit euch, zwei von den vier Methoden habt ihr weder gesehen noch getestet. So, ich hoffe, keiner von euch hat das Video jetzt schon abgeschaltet, weil sonst wird es ja dabei bleiben. Richtig. Das heißt, wir würden unseren Wetteinsatz gar nicht erfüllen können. Bedeutet, heute zeigen wir euch Methoden, wie man Röstaromen an sein Fleisch bekommt, in dem Fall im Beispiel eines Steaks. Und wir werden euch die nicht nur zeigen, sondern wir werden auch überprüfen, gibt es geschmackliche Unterschiede bei den Methoden? Das ist ja auch mal so ein Thema, wie schmeckt das Ganze? Und das möglichst so runtergebrochen, dass es jeder zu Hause einfach und schnell nachmachen kann. Ich habe noch eine Bitte für eine wissenschaftliche und aussagekräftige Auswertung. Bitte ich euch alle, ihr guckt jetzt genau hin, merkt euch, was wir wie und wann gemacht haben und schreibt am Ende in die Kommentare rein, welche der vier Methoden ihr schon kanntet, welche noch nicht, beziehungsweise wenn ihr eventuell schon jede Methode kanntet, welche davon ihr noch nicht getestet habt, damit wir am Ende sagen können, unsere Aussage stimmte. Okay, du hältst das aber nach. Ne? Ich halte das nach, ich werde das auswerten, weißt du, ich habe da so mein Konzept. Das, sehr gut. Das machen wir so. Also für unseren heutigen Test habe ich hier unseren Probanden. Das war ursprünglich mal ein komplettes Roastbeef. Roastbeef kennt ihr wahrscheinlich, ist ein sehr beliebter Cut beim Rind. Das Roastbeef hat übrigens eine Sache, die man vielleicht nicht immer weiß, ich kann es mal aufstellen. Oh ja, da geht's mal hier los. Hier oben drauf, auf dem Roastbeef, ist so ein Fettdeckel. Wenn man das im Restaurant bestellt, ist das immer mit Fettdeckel. Und man wundert sich teilweise, wenn man es anschneidet, dass man beim Kauen so das Gefühl hat, ah, das wird immer mehr im Mund. Das liegt daran, dass unter diesem Fettdeckel eine kleine Sehne versteckt ist. Die kann man hier schon erahnen. Mhm. Und die muss man später rausschneiden. Das nur mal so als Background für euch. Das Fleisch, das wir jetzt hier haben, ist vom Schwarzwälder. Prime Beef, sehr, sehr lecker. Ist sehr, einfach sehr lecker. Ein unfassbar grundsolides, sehr leckeres Rindfleisch. Falls ihr mal Bock habt, sowas nachzubestellen, verlinken wir euch das gerne. Das war jetzt in einem Stück. Ich habe das vorhin schon mal so zusammengeschnitten, damit wir auf jeden Fall sicher gehen können, dass alle Steaks die gleiche Dicke haben. Richtig. Sonst ist ja unser Test nur so halb gut. Ja, man sieht übrigens auch eine sehr schöne intramuskuläre Marmorierung. Ne? Ja. Also dieses Fett im Fleisch ist wichtig. Kauft euch nicht das Magerste, was ihr kriegen könnt. Nehmt euch was, wo ein bisschen Fett drin ist. Das hat Geschmack. Zeichen für guten Geschmack. Und jetzt ist es so, wir haben uns überlegt, bei dem Video, worum soll es da gehen? Es geht einmal darum, auszuprobieren, was machen Röstaromen eigentlich mit dem Fleisch? Also was bewirkt das für uns später im Mund, im Kauen, im Geschmack? Und wie kriegt man die ran und was sind Röstaromen eigentlich? Weil es gibt vielleicht auch Einsteiger, die so ein Video gerade gucken und sagen, ich habe da noch nicht so viel Erfahrung mit. Und eigentlich geht es darum, wenn wir an Grillen denken, an so typische Geschmäcker, da gibt es zum Beispiel Fraktionen, die sagen, verbrannt. Holzkohle schmeckt ganz anders als Gasgrill. Da gibt es ja so riesen Diskussionen, die manchmal auftreten. Ich will da jetzt nicht zu viel zu sagen, aber wir können festhalten, Röstaromen sind der Geschmack, der das Grillen für uns ausmacht. Ja, ja. Dieses typische, vielleicht auch mal verbrannte. Das Braune am Fleisch. Genau. Das Braune, aber es gibt auch die Fraktion verbrannt. Gegrillt, es muss immer verbrannt und schwarz sein. Nein, sollte es nicht. Bei uns bitte schön knusprig braun, aber nicht schwarz. Wir starten ganz klassisch am Grill und ich habe hier die Sizzle Zone vorbereitet. Die Sizzle Zone ist so ein Extra an so einem Napoleon-Gasgrill, denn wir brauchen zum Anbraten möglichst viel Hitze. Je heißer, desto besser, desto schneller kriegen wir Röstaromen ans Fleisch, denn die entstehen erst ab so 120, 130 Grad. Das heißt, wenn ich so wie hier um die 800 Grad Hitze habe, dann geht es wesentlich schneller. Noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr so einen Fettrand habt, nutzt den ruhig und zieht den einmal übers Rost. Das geht ruckzuck, dann habt ihr eine schöne Fettschicht auf dem Rost und euer Steak kann euch nicht ankleben. Und jetzt heißt es, ist einfach für eine Sekunde pro Seite scharf anbraten, dass wir ein schönes Röstmuster kriegen. Wenn ihr mit so viel Hitze arbeitet, müsst ihr höllisch aufpassen, dass diese Röststreifen nicht schwarz werden. Denn wir wollen ja braune Röstaromen, keine verbrannten Röstaromen. Schwarz wollen wir nicht. Deswegen lieber einmal mehr so anlupfen und runter gucken, als einmal zu wenig. Das lohnt sich. Monsieur, haben Sie ein bisschen Hunger? Methode Nummer zwei. Ähnlich wie bei der ersten Methode habe ich aber hier was umgebaut, nämlich eine Platte. Und da geht es darum, dass ich möglichst auf der gesamten Fläche meine Röstaromen verteile. Das ist ein riesengroßer Unterschied, werdet ihr später auch sehen, warum das so ist. Und hier muss ich nicht viel beachten, sondern erstmal nur das volles Mett hier angrillen. Ich liebe das Geräusch. Das ist mit mein Lieblingsgeräusch am Grill. Und warum machen wir das eigentlich so? Warum nutzen wir sehr viel Hitze? Es geht darum, wenn wir ein perfektes Steak definieren, hat dieses perfekte Steak in der Mitte so einen schönen rosa Kern und möglichst keinen Bratenrand. Und ich bin der Meinung, das funktioniert damit ziemlich gut. Wir werden es nachher sehen. Wir werden auch vielleicht sehen, welche Methode das nicht so ist. Seid auf jeden Fall gespannt.
Weg vom Grill, jetzt kommt was ganz Abgefahrenes und ich habe das noch nie gemacht. Aber grundsätzlich ist es ja egal, wo die Hitze herkommt, denn für Röstaroma brauchen wir einfach nur eine Hitzequelle. Und deswegen werden wir unser Steak hier jetzt bügeln. Ich habe hier ein ganz normales Bügeleisen, wichtig aber eins, was eine komplette Metallfläche hat. Es gibt auch so beschichtete, das würde ich nicht raten, aber hier so eine Metalloberfläche kann man mal nutzen. Und jetzt werden wir hier versuchen, mit dem Bügeleisen Röstaroma drauf zu machen. Soll ich? Komm, ich mach's. Also zwischen tut's auch, sag ich mal. Wichtig, ich habe jetzt keinen Dampf drin, kein Wasser drin. Ne? Wir wollen es ja nicht dämpfen, sondern wir wollen ja Röstaroma dran kriegen. Übrigens noch eine kleine Info. Hier liegt hier noch Nummer 4. Wir haben gleich noch eine richtig abgefahrene Methode. Aber erstmal sind wir jetzt beim Bügeleisen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also es riecht gut, es riecht jetzt nicht schlecht. Oha! Das hätte ich nicht gedacht, aber ich zeige euch das am Ende nochmal. Ihr werdet euch sicherlich denken, dass ich so ein Steak mit dem Bügeleisen nicht komplett fertig grillen kann. Das stimmt. Deswegen haben wir hier hinten unseren Grill auch indirekt eingeregelt. Das heißt, hier in der Mitte ist eine Umluftzone. Da liegen schon die beiden Steaks, die wir eben am Grill angegrillt haben. Und da kommt auch gleich unser Bügeleisen-Steak noch dazu. Und ich gucke nochmal runter. Seid gespannt. Jetzt kommt eine Methode, auf die ich mich sehr gefreut habe, nämlich ich zeige euch, wie man einen Oberhitzegrill ganz einfach nachbauen kann. Und jeder kennt ja so Oberhitzgrillgeräte, damit kriegt man auch sehr schöne Röstaromen hin. Und hier habe ich im Prinzip einen Anzündkamin vorbereitet, der ist gefüllt mit Holzkohle. Die ist richtig knacke heiß, die ist komplett durchgeglüht. Und jetzt nehme ich mein Steak, lege das hier unten so hin, muss mal gucken, dass es einigermaßen passt. So. Und jetzt kommt der ganze Zauber, nämlich einmal so ein bisschen abklopfen. Holzkohle ist völlig unbedenklich, wenn da was runterrieselt, das macht gar nichts. Und dann drüber stellen. Und ich sage euch, da kommt jetzt von oben so eine brachiale Hitze, dass ich gleich ruckzuck wenden kann. Und dann bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis. Hier ist das Ende unseres Experiments mal aufgereiht. Und jetzt könnt ihr mal raten, was so das Bügeleisensteak sein könnte. Wir waren tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Es ist... Bei einer Sache bin ich mir schon mal sicher, Julian. Das hier ist es nicht. Okay. Das hier. So sieht's aus. Ey, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war wirklich sehr überrascht über das Ergebnis, denn wir haben sehr, sehr schöne Röstaromen bekommen. Das Steak wurde vom Bügeleisen ein bisschen plattiert. Und was ich an der Stelle nochmal sagen möchte, natürlich ist das mit diesem Bügeleisen reiner Gag. Das ist ein Bügeleisen, das ist aussortiert bei mir zu Hause, das kommt jetzt auf Müll. Das heißt, das ist auch kein neues gewesen oder ähnliches. Und wir wollten eigentlich nur einmal zeigen, es ist ganz egal, wo die Hitze herkommt. Wenn es heiß genug wird, können wir damit Röstaromen erzeugen, selbst mit einem Bügeleisen. Ja, und was man immer im Auge behalten muss, ist das Verhältnis zwischen Röstaromen und Fleisch. Und beim Bügeleisen, bei Oberhitze, das ist hier die Oberhitze, Bügeleisen, Plancha und Grillrost. Bei den dreien haben wir ein sehr gutes Verhältnis, was so die Röststruktur angeht. Beim Rost zugegebenermaßen ist es auch bei dem kleinen Steak nicht ganz so krass. Ne? Richtig, ja. Aber ihr habt normal immer diese Röstmuster und dann ist eben zwischen den Röstmustern immer noch ein bisschen Fleisch, was keine Röstaromen abbekommen hat. Das macht einen marginalen Unterschied, aber es ist zumindest immerhin noch etwas, wenn wir es entscheiden dürften, würden wir immer eine Plancha. Richtig, ich würde schon sagen, dass wir hier auf diesem Steak mehr Fläche ohne Röstaroma haben als Fläche mit Röstaroma, während es bei allen anderen drei Varianten andersrum ist. Wir haben mehr Fläche mit Röstaroma und weniger ohne. Ui. Wir spielen also mal saftig sieht's aus. Wie sieht der Bratenrand aus? Das ist ja eine spannende Frage. Bin ich gleich. Schneid das mal als letztes bitte an. Ja, okay. Da war ich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich dir sagen. So, wir gucken mal. Garrad übrigens kann natürlich jeder machen, wie er will. Wir haben versucht, das alles so halbwegs medium zu kriegen. Oh ja. Oh ja. Da sieht man auch schon deutlich einen Unterschied. Ne? Deswegen auch, dass wir haben es versucht. Ja. Das ist bei so einer Bügeleisennummer nicht ganz so einfach, denn da dauert das Anbraten nicht 30 Sekunden, sondern eher 3 bis 4, 5 Minuten. Genau, und das ist der Grund, was ich vorhin sagte. Viel Hitze am Anfang draufbringen und dann hinten raus langsam gar ziehen, anstatt viel Hitze, die nicht wirklich heiß ist, sag ich mal, alles unter 200 Grad ist auf jeden Fall nicht heiß genug. Richtig. Dann dauert es viel zu lange, deswegen war auch in der Pfanne zum Beispiel zu Hause sehr oft ein Bratenrand. Ja, jetzt wird das Ganze noch gewürzt, da könnt ihr einfach nehmen, was ihr wollt. Wir nehmen jetzt hier Pfeffer und Salz. Was schafft denn so ein Bügeleisen? Schafft das 200 Grad? Macht das 200 Grad oder ist das kälter? Ich habe es nicht gemessen, aber ich vermute, dass das keine 200 Grad macht. Deswegen dauert das natürlich auch sehr, sehr lang. Übrigens, wenn ihr ein bisschen angeben wollt, dann holt ihr euch mal sowas hier.
Das ist fermentierter Pfeffer, das ist ein richtiger Angeber. Guck mal, jetzt sieht man hier auch sehr, sehr schön, wie groß hier der Bratenrand ist, ne, im Vergleich zu den Kollegen hier zum Beispiel. Es lässt sich auch schlechter schneiden. Also es ist einfach fester, sag ich mal. Ja, es wurde ja auch so fest gedrückt, ne, durch das Gewicht vom Bügeleisen. Da war ja richtig Druck drauf die ganze Zeit. So, ich esse erst das. Komm, ich probiere auch mal einmal. Jetzt das ist auch die Bügeleisen? Zeit. Nee, das ist Bügeleisen, ja. Wie schmeckt dein Bügeleisensteak? Achtung! Baumwolle. Was? Baumwolle? Schmeckt nach Baumwolle. Ach so. Hast du einen Baumwolle-Modus gebügelt, ne? Also, nee, doch. Cottonliner, klar. Ja. Vollmodus. Schmeckt gut. Oh, das Fleisch aber keine. Oh. Schön zart, lecker. Wenn ich nicht wüsste, dass dieses Steak mit dem Bügeleisen gemacht worden wäre, ja, hätte ich gesagt, es ist ein ganz normal angebratenes Steak. Vielleicht ein bisschen schlechter angebraten als die anderen, weil der Braten noch größer ist. Aber es ist super. Das Fleisch ist richtig schön nussig, aromatisch, liebe ich. Ich liebe dieses Steak, super geil. Unabhängig davon kann man sagen, man kann mit vielen Methoden Röstaromen ans Fleisch bekommen. Das hier war jetzt ja so mal so ein bisschen zeigen, experimentieren. Vielleicht war ja für euch was dabei, wo ihr sagt, das wusste ich noch gar nicht, hätte ich mir auch niemals getraut zu machen. Denk an die Kommentare, ne? Ich werde das aus. Wir müssen das auswerten, so sieht's aus. Wissenschaftliche Studie. Und lasst uns gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's hübsch. Wir haben jetzt einiges hier vor uns auf jeden Fall. Alex, hast du nicht auch Hunger? Ja. Ich frage nur für einen Freund, weil... Ich sag mal, es ist jetzt nicht... Guck mal, es ist jetzt nicht wirklich saftig, ne? Also... Ich schmeck so gut. Also meine Favoriten sind die mit Kruste, ne? Immer.